Du hast Bock, mir heute beim Schminkvlog zuzuschauen. Ich quatsch ein bisschen mit euch jetzt. Nichts Weltbewegendes. Kann einfach nur so ein bisschen fertig machen. Schon ein bisschen mitnehmen, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Und ich würde einfach sagen, wir starten nach dem Intro. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Schminkvlog. Schminktalk. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genannt habe. In diesem Jahr. Ich werde jetzt erstmal. Also, ich habe kein. Ich habe nichts mehr, was ich irgendwie aufs Gesicht machen kann, was irgendwie jetzt feucht macht. Ich habe nur so Cremes, die unwahrscheinlich schnell einziehen. Weil ich habe ein Mineral-Make-up, also und das braucht halt ein bisschen Feuchtigkeit. Ich habe aber Rosenwasser, was ich aufbrauchen muss. Ich kann das nicht empfehlen. Lasst die Finger weg von Duftstoffen, die ihr aufs Gesicht packt. Ich muss es halt aufbrauchen, wie gesagt, und habe jetzt nichts anderes da. Gibt Schlimmeres. Ja. Ich habe noch mehr Kosmetik weggeschmissen, Leute. Also, ich habe eine Zeit gehabt, wer auf meinem Kanal ein bisschen zurückblättert, weiß, dass ich halt echt. Ich habe gekauft wie eine Verrückte. Das haben viele gemacht. Und ich habe das Zeug halt. Ich konnte das zum Teil halt auch nicht hergeben. Und ich mache es ja inzwischen so, dass ich an den Sachen rieche und wenn die halt anfangen mit Stinken, werden sie weggeschmissen. Na, also. Das war jetzt eindeutig zu viel. Das ist übrigens, wer sich damit nicht auskennt, jetzt habe ich hier schon auf dem Tisch voll die Sauerei gemacht. Das ist ein Kabuki-Pinsel. Und der geht für sowas echt am allerbesten. Ich bin kaum noch geschminkt. Ich muss beim Arbeiten auch nicht geschminkt sein. Geschweige denn, will ich die Zeit auch gar nicht morgens haben, mich da so herzurichten. Es gibt Frauen, die das genießen. Die machen das wie Zähneputzen. Für mich war das schon immer lästig. Sprich, das war für mich immer schon so mehr Aufwand, den ich nicht machen wollte. Gott, habe ich eine Sauerei gemacht. Aber der Pinsel ist mega gut. Den gab es mal von Essence. Den habe ich immer in diesem Ding hier drin gelassen, damit der ja nicht vollstaubt. Ich mache den, glaube ich, nachher jetzt auch gleich mal sauber. Der ist richtig straff gebunden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Maggie damals den vorgestellt hat und gesagt hat, hey, holt euch den. Und wenn die irgendwas gesagt hat in Bezug von Kosmetik, bin ich eh immer gleich losgerannt und habe es geholt. Inzwischen bin ich ja auf dem Nachhaltigkeitstrip. Also ich überlege mir sehr stark, wenn ich was kaufe, brauche ich es wirklich. Sehr, sehr stark. Ich komme mit Mineral-Make-up, muss ich ganz ehrlich sagen, am allerbesten zurecht, weil ich eben wenig geschminkt, wenig bis gar nicht geschminkt bin. Und solche Sachen hier, wie das da. Das geht bei mir halt kaputt. Cremige Substanzen gehen halt schneller kaputt. Und bei dem habe ich mir jetzt schon mehrfach überlegt, schmeiß es weg, weil es wird kaputt gehen, du verwendest es nicht mehr. Also das von Alverde, das Mineral-Make-up ist nicht so, es gibt es auch nicht mehr.
zumal das auch ganz komisch oxidiert. Wunderbar. Ich finde das auch am Mineral-Make-up ganz geschickt. Ich möchte das auch nicht mehr so. Also ich möchte nicht mehr so eine mega fette Schicht auf dem Gesicht haben. Aber es ist halt echt eine dreckige Angelegenheit. Ich saue grundsätzlich damit immer mega rum. Jetzt mache ich nochmal den hier. Also ich bin jetzt schon eine längere Zeit dabei, das Rosenwasser aufzubrauchen. Tja. Ich tue mir eher schwer damit, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es einsetzen soll. So, ich habe so eine richtige Lockdown-Frisur. Ich brauche dringend einen Friseur. Mein Pony ist halt, also geht mir jetzt bis über die Nase. Der Rest ist halt auch mega lang. Sieht halt mega bescheuert aus. Ich brauche eine Form in den Haaren. Das ist. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Ich glaube, jeder von euch hat so ein bisschen da gerade was mitzureden. Jetzt verwende ich mal von Benecos diesen Corrector. Da mische ich immer rosa mit der Lachsfarbe. Also das ist so ein bisschen orange. Und ich finde den eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich bin mir fast da auch schon wieder sicher, dass ich das nicht aufbrauchen werde. Geschweige denn diese zwei Farben hier. Der vielleicht noch, aber der grüne. Ah, obwohl, ich habe hier so eine Stelle. Durch das, dass ich gerade echt mega viel Stress habe, habe ich halt dementsprechend beschissene Haut. Kann man schon so sagen. Wenn wir schon grün haben, dann glitzen wir es mal. Muss danach auch mal ein bisschen Concealer drüber machen. Ist halt schon verflucht grün, ne? Machen wir ein bisschen Concealer drüber. Muss ich mir jetzt auch mal wieder einen neuen kaufen. Ich schmeiß Sachen halt auch inzwischen regelmäßig weg, auch wenn ich sie nicht aufgebraucht habe. Klar, so einen Concealer könnte man jetzt auch in Mineral kaufen. Muss ich mir mal überlegen. Weil das ist gerade für Leute wie mich, die sich halt nicht regelmäßig schminken, ist es halt echt geschickter. Und das ist ja gerade eine blöde Stelle von dem roten Fleck. Weil grün kann ich das ja auch nicht lassen. Ja, geht schon. Geht schon. Das ist übrigens der Sensitive Concealer von Alverde. Wenn es den noch gibt, kaufe ich den wieder nach, weil der ist nicht unnötig parfümiert. Da habt ihr mir den Tipp gegeben. Funktioniert für mich ganz gut. Und es ist kein Mikroplastik drin. Also es gibt immer noch Leute unter meinen Zuschauern, die da nicht drauf achten. Die bitte guckt darauf. Guckt wirklich darauf. Also wenn man sich schon mit Inhaltsstoffen auskennt, dann setzt euch mal ein bisschen mit der Thematik Mikroplastik auseinander, weil in Make-up ist Mikroplastik enthalten. Ganz oft Kajals, Foundations und so weiter. Wenn wir der Industrie nicht signalisieren, dass das nicht okay ist, ändert sich nichts. Es ändert sich wirklich nichts. Klar, es ist unbequem. Den sollte ich mir auch mal nachkaufen. Klar, es ist unbequem. Ähm,
Produkte zu verwenden, die vielleicht nicht so gut performen, weil eben kein Plastik enthalten ist. Sogenannte Filmbildner funktionieren halt auf der Haut. Das macht halt die Sache ein bisschen schöner, ne? Aber es ist halt echt nicht notwendig. Und ich finde es gut, dass so Unternehmen wie DM und Rossmann es vormachen, aber lange nicht bei allen Produkten. Fallt da nicht drauf rein. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Bloß weil sie es bei ein paar Produkten machen, heißt das nicht, dass es bei allen Produkten... Schön wäre es, wenn sie es bei allen machen würden. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das wäre echt sehr nice. Das war zu viel. Immer an den Produkten riechen, immer gucken, hat sich das in der Konsistenz irgendwie verändert, weil sobald was ranzig riecht, gehört es nicht mehr auf die Haut drauf. Oder ihr habt eine Sache schon Jahre inzwischen und dann wird es halt auch echt gruselig, irgendwie sowas noch irgendwie aufs Gesicht zu packen. So. Ich nehme mal von Lili Lolo die Probe für, das ist Mineral-Make-up, das ist gar nicht schlecht. Das habe ich mir immer überlegt zu holen, aber ich brauche sowas echt so wenig. Und ich habe jetzt ja das von Alverde und die Frage ist halt die, brauche ich das auf? Wahrscheinlich eher nicht. Das Einzige, was ich an dem von Alverde nicht mag, ist, dass es halt nachdunkelt. Ich bin jetzt wieder, kommt halt über die Kamera nicht so rüber, weil ich bin halt jetzt schon wieder relativ dunkel. Es oxidiert irgendwie und das ist halt nicht so cool. So. Ja, wenn ihr nicht anfangt, der Industrie zu signalisieren, wir wollen das nicht, weil der freie Markt ist immer daran interessiert, Geld zu scheffeln. Ist halt so. Und wenn wir als Endverbraucher halt nicht sagen, hey, Moment mal, das will ich nicht, das kaufe ich nicht, weil ich, wie sage ich so schön immer, wir sind der Stimmzettel am Ende der Leitung. Und Mikroplastik gehört einfach nicht in unsere Kosmetik. Ich habe ja lange auch nicht gewusst, was da drunter fällt, weil ich mich dafür einfach nicht interessiert habe. Aber dass es halt Flüssigplastik gibt und das sogenannte Filmbildner oder... Also bei Sonnencreme ist es meistens so, dass das Mikroplastik dafür da ist, dass die Creme weißer erscheint. Mhm. Es geht nämlich ohne. Es geht definitiv. Oftmals versuchen Industrien dann auch zu signalisieren, es geht nicht ohne. Aber es geht ohne. Es geht definitiv ohne. Ich mache auch nicht alles richtig. Darum geht es nicht. Darum geht es noch nicht mal ansatzweise. Gerade heute war ich beispielsweise wieder unverpackt einkaufen. Ich habe halt im Moment sehr wenig Zeit. Das soll keine Ausrede sein, weil ich könnte trotzdem unverpackt einkaufen, mache ich aber nicht. Also dieses wenig Zeit hat bei mir halt die Auswirkung, dass ich weniger koche. Sprich, das, was ich eigentlich im Unverpacktladen kaufe, weniger brauche. Ich greife halt dann mehr zu so schnellen Sachen. Und die sind ja meistens dann verpackt ohne Ende.
Aber jetzt zieht mein Laden um an die Stelle, wo ich regelmäßig vorbeilaufe. Das heißt regelmäßig, also ich muss da nicht vorbeilaufen, aber ich laufe da eher dran vorbei, wie es halt jetzt ist im Moment, ne? Und das ganz geschickt. So, Augenbrauen haben wir auch. Ich brauche so dringend einen Friseur, ihr glaubt es gar nicht. Aber das sagt gerade jeder bei uns beim Arbeiten. Wirklich jeder. Es ist halt echt auch schwierig. Du weißt halt echt, was da dran hängt. Und würdest dich so wenig wie möglich beschweren, möchte ich ja auch nicht. Aber du guckst halt jeden Morgen wieder in den Spiegel und denkst dir, könnte wahrscheinlich mitreden. Ich hoffe, das ist bis im März, wo du das Video siehst, sich einiges geändert hat. Und ich wieder eine anständige Frisur habe. Aber das war bei mir halt schon im letzten Jahr so, dass ich erst im April gehen konnte, weil das war der erste Lockdown. Und jetzt befinde ich mich von heute aus gesehen, wir haben heute den 10. Februar oder so. Ich drehe ja meine Videos vor, das ist ja kein Geheimnis. Und ein Ende ist im Moment nicht in Sicht. Das ist echt mega schade. Probier den mal, oder? Ich glaube, ich probiere den mal. Aber nur so ein bisschen. War schon ein bisschen zu viel. Nehmen wir einen anderen dazu. Ist immer so eine Sache bei so tiefliegenden Augen wie meinen. Das heißt, du halt nach Möglichkeiten nicht so mega schwarz. Nein. Du wirst es ja nicht noch tiefer machen. So. Wie ich gerade merke, bin ich eher inzwischen so ein Typ braun. Gefällt mir mehr wie so ein krasses Schwarz. Aber jetzt ist es schon passiert. Mal gucken, ob wir noch irgendwie das Ganze ein bisschen retten können. Ich habe früher so viel Geld für den Scheiß ausgegeben und im Moment oder eigentlich habe ich es nur ausgegeben, um es wegzuschmeißen. So eine Sammelleidenschaft halt, ne? So. Fällt mir gerade ein, dass ich so einen Eyeliner auch wieder brauche. Das wird jetzt interessant, weil ich nicht mehr mit ohne Brille nicht mehr so gut sehe. Aber es geht schon irgendwie. Das geht schon irgendwie. Ich bin ja selber
über ein Jahr mal nicht zum Friseur gegangen, weil ich meine Haare lang züchten wollte. So hundertprozentig ist mir das nicht gelungen. Ihr wisst ja, mir ist das nur einmal gelungen. Und selbst da bin ich einmal im Jahr zum Friseur gegangen, weil du halt auch das ist halt auch pflegen musst, ne? Also ich habe ja vor 2 Jahren meine Haare gespendet. Auch schon wieder 2 Jahre her, Mann. Und die waren, gegen Ende hin waren sie einfach nur noch lang. Ich habe sie echt, gegen Ende hin war ich so froh, dass die Haare ab waren. Und jetzt sehen sie halt nach rausgewachsenen Haaren aus. Ich habe sie. Meine Kollegin hat zu mir gesagt, so, du hast wenigstens das Glück, du kannst sie zusammenbinden. Sie hat halt so eine Kurzhaarfrisur, die kannst du nicht zusammenbinden. Ja, ich brauche dringend einen Eyeliner. Der kann nicht mehr so viel. Das ist übrigens der von Catrice. Lustigerweise funktionieren bei mir Stifte nicht so gut. Glaube, den lege ich mir gerade mal parat, weil der ist jetzt wirklich ausgekratzt, und hole mir dann einen neuen. Da geht echt nicht mehr viel. Da geht wirklich nicht mehr viel. So. So die letzten paar Tropfen habe ich, glaube ich, jetzt rausgeholt. Mein Kajal ist von Lavera. Da war ja auch das Drama. Ich habe mir erst überlegt, so, hey, komm, holst was von Essence. Aber die verwenden unwahrscheinlich gern Mikroplastik in ihren Sachen. Und ja, es ist für mich natürlich auch anstrengend, bei allem zu gucken, ist da Mikroplastik drin oder nicht. Ihr passt dann auch noch gut auf. Das ist richtig super. Und ja, auch für mich, also auch mir fällt das einfach nicht einfach. Aber es ist auch okay, Fehler zu machen. Aber dann beim nächsten Mal auch darauf zu achten. Und dieses Thema vor allem nicht außen vor zu lassen. Zu sagen, hey, ich ändere alleine so oder so nichts. Also mache ich nichts. Und so darf man nicht denken. So darf man echt nicht denken. Weil ich muss bei jedem Mal, wenn ich sowas kaufe, auch wieder erst recherchieren, nachschauen, wo ist was drin und nicht einfach nur in den Laden gehen und kaufen, weil damit fällt man wirklich auf die Nase. Naja. So, ich bin fertig. Und das meine ich zum Thema Pony. Der ist halt jetzt inzwischen. Eigentlich, also so hätte ich es gerne, ne? Also so hätte ich es gerne, dass ich es halt eben hinters Ohr klemmen kann. Dafür ist er noch zu kurz, ne? Und aus wird. Und ich möchte ihn halt schon bis hier unten haben, aber angeglichen halt an den Rest. Und der Rest ist halt jetzt echt, der ist halt so lang und.
Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video einen Daumen nach oben und lass ein Abo da. Ich freue mich, von dir in den Kommentaren zu hören und zu sehen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!